Du, schaust du die Burschen haben wir. Dreck haben wir. Alles haben wir. Arsch ist da. Früher war so eine ruhige Insel, war das eine Insel der Ruhe. Nix haben wir. Nur Baustellen, 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 Baustellen. Und das mögen wir einmal holen. Nicht mehr, da fummen wir um. Den ganzen Scheiß hinten da. Der war Insel der Ruhe. Jetzt ist Arsch da. Jeder Dusselverkehr, Dreck haben wir da, Arsch haben wir da, Arsch ist da. Wieso hast du mich so scharf in den Linsen? Soll ich mich dann anzucken? Oder was? Sag mir irgendwas, dass ich besser ankomme. Soll ich mir anfangen ausreißen? Sag mir das. Weil du hast mich ganz scharf drin. Das sind Alltagsgeschichten von Kaisermühlen. Hans Biener, Vertreter für Baumaterialien, ist einer von 10.351 Kaisermühlnern. Du hast mein Gesicht ganz groß drauf. Ganz groß. Und weißt du was, ich sag dir was, ich bin alt, aber fest bin ich noch immer. Weil heute interessieren sich die älteren Frauen mehr für mich wie vor 20 Jahren. Na, wenn ich das sag, ich hab jeden Tag Angebote. Ich trau mir gar keine Adresse mehr hergeben, gar nichts, auch keine Briefe schreiben. Jeden Tag Angebote von Frauen. Ich bin Single, bin allein, alles. Es war ein Beamer, der hat gehabt einen Holzfuß. War ich mit dir tanzen, am Walzer, mit einem Quintfuß. Beim Rechtsrand ist immer größer, beim Linksrand ist immer kleiner, mit einem Quintanz. Sie will nicht Blumen und nicht Schokolade. Sie will mir immer, immer wieder mit. Und wenn ich sie heute zum Kaffee lade, so sagt sie nur, ich liebe dich. Zwischen der alten Donau und der Donauinsel, nur 3 Kilometer vom Stephansplatz, liegt Kaisermühlen. Mag sein, dass in anderen Städten ein solch idyllisches Platzerl ein Nobelviertel wäre. Da ist Wien anders. Kaisermühlen ist ein traditionsreiches Arbeiterviertel. An heute werden ein Lied, die schöne Mensch bin auch. Aber alles schönlich in der Weckerselung. Ja, das klingt wie ein Märchen aus Wien. Hallo. Sag, und ist Kaisermühlen was Spezielles für euch? Na ja, sicher, ja, na klar, na. Jetzt hoch sind wir schon. Brauchst du noch schauen, wenn es angeht, wann die rüberkommen, die Vögel. Das sind ja unter jeder Kritik. Welche Vögel? Ja, die kommen, die zum Boden kommen die Gäste, ja. Ja. Ich meine, es ist ein schönes Fleck. Nein, das ist. So, das ich hab nichts gegen einen, nicht? Aber nein, ein bisschen benehmen können. Das sind ja schon irgendwie der Schuchte, alle, ne? Für die Ausländer, das ist sowieso. Die wohnen in einem Haus. Nein, da haben wir nicht so. Naja, bei mir in dem Haus schon. Ja, aber nicht mir so. Die Tür gehen. Wenn ich das sage, dann sagt er, die hier Politiker sollen nicht ihm so viel versprechen, die Vögel. Die sollen mehr halten, nur weniger versprechen und dann halten, was halbwert versprochen haben. Ja. Ein Teil wenigstens. Ja, ich bin ein Roter, ja. Ich nimmer. Das gefällt mir nicht. Ich bin einer, ich bleibe einer. Ich bin ein Arbeiter gewesen, was so ist, bisschen, was. Ich stress gar nicht da, was. Aber bald bin ich keiner mehr, ne? Warum? Ne, weißt, angeschickt sind, ne? Warum? Ne, warum? Warum sind sie angeht? Der zählt. Und was ist? Nur weil es nicht eingehalten wird. Ja, richtig, genau, ja. Ne. Gleich neben der UNO City die Kaiserwiesen. Ich gehe schon her 20 Jahre. Oh, ich bin schon mit meiner Mutter hergekommen. So. Und immer auf den Tisch? Immer auf den Tisch. Um 8 Uhr sind wir da. Als erstes sind wir da in der Früh.
dass sich ja keiner hersetzt. Die Leute tun sie natürlich alle behaupten, ne? Das ja. ist mein Tisch, das ist ihr Tisch, das ja. ist der Tisch von, was weiß ich, von den Mädlingen, nicht? Und sie lassen niemanden zu, ne? Sag, und was ist, wenn einer da sitzt? Den wir was machst du? Naja, also ich, voriges Jahr war es so, ich setze mich beinhart dazu. Und rutsch. Dann möchte ich gleich was dazu sagen. Manche traut sich über Kaisermühlen und über die Wiesen, dann kehrt wenigstens ein Klo mitten auf die Wiesen. Ja. Sagen Sie es auch gleich. Das ist ja wahr, weil wir müssen sowieso aufrennen. Das ist ja Witz, da ist meiner freundlich Klo nicht. Gehst du in die Kantine, musst du da was einkaufen und gehst du auf, ist das Klo verschissen. Also was soll der ganze Kram? Machen Sie nicht, haben Sie Zeit. Haben Sie nicht Zeit? Ja oder nein? Na, so oder so? Na, ist ja wurscht. Haben Sie keine Zeit? Bin ich nur zu hässlich? Na, das ist ja. Luxuskörper. Super. Super. Kaisermühlen ist ein Kaisermühlen. Tätowiert sind Sie aber nicht, gell? Wieso, wollen Sie was sagen? Freilich. Das sind nur Kleinigkeiten. Oder so wird es auch sein? Nein. Schaut nicht gut aus. Das haben die, schönen Mauern nicht gern. Weil mir ist aufgefallen, fast jeder Kaisermühlner ist tätowiert. Ne? War jeder schon geschmolzen. Ich habe nicht viel gehabt. 4 Jahre Star und 2 Jahre Hansa. Auf nichts. Nur auf Raufhandel. Geschossen habe ich ein paar Mal hin und aus. Ne. Ich war ein paar Verletzungen drin. Ja, auf den Trotteln, aber was ist? Der hat gezogen, ich hab gezogen und puff. Ja, da habe ich die 1 Mal, die 18 Monate gekriegt, habe ich die alte beim Fenster gehabt. Ne. Bin ich heimgekommen von St. Jakob am Walde und bei der ersten Ehe. Und da hab ich schon da gewesen. Und die Tür zugesperrt, das Fenster aufgemacht, habe ich schon raus. Ja, ich war nicht gewohnt. 2 Stock, 3 Stock? Nein, 1,5 Stock. Das spricht auch etwas. Warum außer, ne? Du bist so vorstellen, wie hoch. Also, das ist ein Essen. Ich hab's nicht angegriffen, aber mehr war ich. Und wie viel Schmalz haben Sie da gekriegt für sowas? 18. Handschiffe, ja. Ja, aber ich bin heimgegangen mit Glück. Nein, ja, bin ich heimgegangen. Und hat sie verziehen? Nichts, mein Eich hat mich auch gut. Roman und Palastu, geht aus der Bedoa. Das schöne Manasaye, nicht der Schick. Das Katschabella, geh vor ihr. Na, 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 die Boi. Vorrei morire per non soffrire, ma il cuore si ribella. Dice perché tanto ce n'è la troverai più bella. Aber ich wollte dann schon von der Post entgehen, ne? Grüß Gott, alles Gute, wieder schon. Kommen Sie vielleicht mit zu mir, für, da zum Stehen dann. Aber ich komme dann schon von der Post entgehen. Grüß Gott, alles Gute. Alter, alles Gute, wieder schon. Das wäre doch nicht wahr. Wer ist denn das? Er wird mich fragen, wer der Nacker bin. Es ist so, was haben Sie nicht gesehen? Kennen Sie die? Nein, keine Ahnung. Ja, hab ich schon einmal gesehen. Früher war es einmal ganz anders. Einen anderen kennt, heute nicht mehr. Heute sind auch ein paar so Hochnasen, die da, ich will nicht sagen, was nicht. Ja, was für Hochnasen? Na ja, was bald mehr gehabt haben wie unsere eins, nicht? Was waren Sie denn vom Beruf einmal? Ich? Nein, nur eine Hilfsarbeiterin. Büglerin. Und gab es reiche Leute auch in Kaisermühlen oder waren die meisten arm? Nein, das weiß ich nicht. Und mit denen sind wir nicht zusammengekommen, die was mehr gehabt haben bei mir. Und das ist der Goethehof, der erste Gemeindebau in Kaisermühlen. 1930 erbaut. Zu jeder Liebe gehört ein Gläschen Wein.
dann kann die Liebe erst recht glücklich sein. Denn jedes Tröpfchen, das steigt ins Köpfchen und von dort direkt ins Herz hinein. Chimbum. Was haben Sie denn vom Beruf? Chauffeur. Ja? Ja, früher war ich war Kohlenausträger in Kaisermühlen. Ja? Aber schön war es. Weil in Kaisermühlen hat früher auch jeder jeden kennt. Ja? Heute kennt keiner mehr wie ihm. Ja? Weil heute fahren sie weg auf Adelig. Die glauben, weil sie ein paar Kapseln am Bankkonto haben, ja, sind sie wer Besonderes. Ja? Sag, früher hat es geheißen, also die Kaisermühlen sind alle rot, also so in Goethehof und so. Ja, schwer rot. Wenn sie mir in die Wohnung gekommen sind, haben sie gewusst, bei wo sie eine Partei da herrscht. Ja? Weil der Kreisky und der Wiesgebeutel sind schon am Spiegel gehängt im Vorzimmer. Ja? Und wenn die wollen, hat meine Mutter gesagt, weißt du, wem du zum Wollen hast? Sag ich, na sicher, die Kommunisten. Ich gebe dir gleich eine. Aber jetzt müssen sie gehen, meine Mutter. Also kommunistisch ja? Haben sie aber nicht. Nix, wirklich nicht. Ja, bei mir springen die roten Nöcken aus dem Herz und aus den Uhren. Lieber. Ja, aber es ist ja so. Ja, aber zu viel Schwarze haben wir Gemeindewohnung in Goethehof, die was einer nicht zusteht. Ja, da trauen sie in ihren Augen nicht, da stehen sie dort und machen den Mund auf. So schauen sie, was da für ihre Schwarze sind. Dabei haben die Häuseln im 34er Jahr in Goethehof beschossen. Ja? Ja, so ist es halt. Jetzt muss ich einen Schluck machen, weil sonst verdurst ich. Was noch? Und dem Pfarrer gesagt, katholisch? Sicher, aber Kirchensteuer brenne ich auch nicht, weil ich sag nie grüß. Weil wenn zu mir einer kommt und sagt grüß Gott, sag ich, hast du die Kirchensteuer schon brennt? Wenn er sagt nein, dann darfst du auch nicht sagen grüß Gott. Ja, ich brenne keine. Für was denn die mehr genug, Marie? Die sollen was verkaufen. Ja? Keine Lust auf den Kirchensteuer zum Brennen. Und ich brenne ihn auch nichts. Da lasse ich mich lieber einsperren. Weil bei mir müssen die ganzen Pfaffen mit Krampen und scharfen Kinetten rumgehen. Anton Schilhammer, Jahrgang 1908, gelernter Bäcker, 1934 aus Protest gegen den christlich-sozialen Ständestaat aus der Kirche ausgetreten, heiratete nur standesamtlich. Meine Frau war nicht glücklich drüber. Weil die Nachbarin gesagt hat, einer, der am Standesamt heiratet, der kann jederzeit seine Ehe auflesen. Und die katholische Ehe war ja unauflässlich. Ne? Und habe noch, wie immer, als junger Mensch verliebt, und das war ich auch, das ist gar keine Frage. Und ich habe noch zu meiner Frau gesagt, Herr Spaldi, wenn ich da versprich, ich verlasse dich nicht, dann muss dir das mehr wert sein als wie vom Pfarrer der Segen. Ich weiß nicht, glaubt, hat es mir nicht recht, aber wir waren 60 Jahre beieinander. Sind Sie heute noch Sozialdemokrat? Sind Sie zufrieden mit allem? Die Sozialdemokraten haben sich nach meinem Begriff viel zu stark verbürgerlicht. Sie hätten schon ihre Ideale weiterhalten, möchte es heute in der Gesellschaft viel besser sie auswirken. Sag, und wer ist Ihnen, sind Ihnen lieber die Gauner oder die Bürgerlichen? Das ist eine schwere Frage, aber ich habe keiner kennengelernt, die haben einen Ehrenkodex gehabt. Und ich habe Bürgerliche kennengelernt, die haben keinen Ehrenkodex gehabt. Jetzt kann ich nicht sagen, die waren mir lieber oder die waren mir lieber. Nicht? Es hat keiner gegeben, die haben mehr Ehrgefühl gehabt, als wie ich Bürgerliche erlebt habe. Ich tue mir heute sehr schwer. Mit wem? Mit allen. Auch mit meinen Kindern. Nicht? Auch mit meinen Kindern. Die Wieso? Haben sich so verbürgerlicht, das möchte ich schon sagen. Aber ich habe immer die Toleranz hochgehalten. Muss ich mit dem ergeben. Nicht? Und ich weiß gar nicht, ob man heute überhaupt noch mit meiner Gesinnung als normaler Mensch gilt. Das glaube ich fast gar nicht mehr.